So, wir kommen zur Pressekonferenz nach dem Landesliga-Punktspiel Haster Fußball von Weißenfels gegen den SV Eintracht Elster. Endstand 2:3, Halbzeitstand auch schon 2:3, durch Tore von Fabian Schlüter, der uns immer ärgert, zum 0:1 in der ersten, 0:2, 0:3, Lukas Eduardo de Almeida in der 7. und 8. Anschlusstore durch Sebastian Löbnitz nach 28 und das 2:3 von André Sosulja nach 32 Minuten. Das war dann noch schon der Endstand. Der Gästetrainer Tobias Glier und unser Trainer Mike Zimmermann. Uns hat immer der Gästetrainer das erste Wort. Tobias, bitte deine Einschätzung. Ja, es war in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde haben wir super gespielt, das was wir wollten, umgesetzt. Hatten das Glück, dass wir nicht so wie letztes Jahr die Chance liegen lassen haben. Diesmal haben wir sie genutzt, haben die ersten 3 Torschüsse, die Tore gemacht. Und am Ende war Weißenfels spielerisch stärker. Wir haben ordentlich den Kampf dagegen gehalten, wir wussten, wie schwer es hier wird. Und haben am Ende durch den Kampf vielleicht nicht verdient gewonnen, aber das zählt am Ende nicht. Nee. Mike, deine Meinung? Siehst du das sicherlich etwas anders? Ja? Tobias hat es ja schon gesagt, ich denke mal, das Spiel wurde leider schon in den ersten 15 Minuten entschieden. Wir haben uns da vieles vorgenommen und natürlich nach einer Minute war es, glaube ich, gehen wir durch einen individuellen Fehler 0:1 Rückstand. Dann macht man einen zweiten individuellen Fehler, kriegen sofort das 0:2. Wir machen einen dritten individuellen Fehler, kriegen sofort das 3:0. Und das ist halt sehr, sehr bitter. Ne? Super kaltschneidig von Elster. Aber jetzt nicht herausstehende Tore, sondern wirklich reine individuelle Fehler. Sprechen wir immer wieder oft an, haben uns da eingeladen, da waren sie super kaltschnäuzig. Man muss natürlich auch sagen, die Nummer 16, der brasilianische Spieler, den haben wir über 90 Minuten schwierig in den Griff kriegen können. Also da war einfach sehr präsent. Fabian Schlüter kennt man auch vorne, der kann gut die Bälle festmachen. Also die erste Viertelstunde komplett verschlafen, katastrophal, muss man sagen. Aber dann, und ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß um die Situation, man liegt ja nach 15 Minuten 0:3 zurück. Die Zuschauer sind sehr, sehr unzufrieden von draußen, auch zu Recht. Und dann, was danach meine Mannschaft gemacht hat, das war schon ein großes Kino, weil wir haben dann einfach eine Chance nach der anderen uns auch vorbereitet und erspielt und haben dann nicht den Kopf verhängen lassen, sondern wir haben uns der Situation gestellt, ja, auch meine junge Mannschaft. Und ich glaube einfach, dass wir da vieles rausziehen können aus dem Spiel. Letztendlich ohne Punkte, ohne Ertrag. Das ist sehr bitter. Ja, schon nach letzter Woche in Thalheim, auch da, denke ich, war da mehr drin. Jetzt haben die 2 Spitzenspiele hinter uns, haben da 0 Punkte. Hätten vielleicht auch 6 haben können, aber das ist einfach nur hypothetisch. Denn wir haben es nicht geholt, hat irgendwas gefehlt. Bitter ist, letzte Woche in Thalheim und auch heute fehlen natürlich dort 5, 6 Spieler, die in der ganzen Saison auf dem Stamm waren in der Reihe. Das ist bitter, aber auch die Mannschaft heute hätte sich nicht verdient. Von daher bin ich jetzt grundsätzlich erstmal enttäuscht bezüglich des Ergebnisses. Aber die Art und Weise, da bin ich dann schon stolz auf meine Mannschaft, weil ich weiß, wie schwierig die Situation war nach 0:3 nach 10 Minuten. Ja, danke Mike. Ich sage mal so, wir haben, denke ich mal, ein ordentliches Landesliga-Punktspiel gesehen von beiden Seiten. Jeder wusste, um was es ging. Die Halbzeit war vielleicht nicht mehr so intensiv wie die erste, fand ich. Aber ich denke mal, da haben wir auch Vorteile gehabt, durchaus. Ja, bessere Chancen, bessere Möglichkeiten. Aber Elster war halt immer die 90 Minuten auch gefährlich, hatte immer auch 2 Chancen dann, da noch das Spiel zu entscheiden, schon vorher. Aber so war eben die Spannung bis zur 92. Minute durchaus erhalten. Und ja, was wünschen wir uns? Euch viel Erfolg, auch wenn das vielleicht nicht klappt, aber da sind wir Sportsmänner. Gehe ich nächste Woche, sage ich Brands Petra? Ja. Oder noch? Ja. Dann schütteln wir vorher. Ja, genau. So, wir haben jetzt noch 2 Heimspiele, gegen Landsberg und Reppichau. Wollen wir schon sagen, wir gehen in den Testspielmodus über? Oder sagen nee, das wir, kommt, nee, das wir spielen weiter? Nee, nee, ja? Das wollen wir nicht sagen. Also genau. Definitiv nicht. Zumal die Saison noch nicht abgehakt ist. Ne? Man hat auch einfach gesehen, Elster und Dahlem, 2 gute Mannschaften, die zu Recht da ganz oben stehen. Aber auch 2 Mannschaften, die durchaus auch gegen alle verlieren können. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt die 3 Mannschaften vorne so dominant spielen. Jeder kann auch mal ausrutschen. Ich kenne nicht das Ergebnis von heute in Dahlem und Spetra. Wisst ihr was? Es ist schon auch durchaus so, dass auch Dahlem und Elster noch 2-mal verlieren können. Für uns wird einfach Zielstand noch in den nächsten 5 Spiele zu gewinnen. Das wollen wir halt immer, wenn wir jedes Spiel gewinnen. Von daher Testspiel gehabt, hoffe ich nicht. Nee, oder? So gehen wir nicht rein. Weil wir können ja dann für die nächste Saison, dann egal was rauskommt jetzt, das nehmen wir einfach mal als Ergebnis offen. Ja. Weiterspielen, die nächsten 2 Heimspiele werden erstmal die nächsten Herausforderungen. Ja. Landsberg, unbequem, habe ich ja generell mit Jeffrey.
Grüße. Und ja, müssen wir einfach mal abwarten, was dann so geht. Und ihr habt ja am letzten Spieltag hier dann den großen Kanten, ja, im Prinzip. Letzter gegen Thalheim, allerletzter Spieltag. Das ist eine Güte. Dazu müssen wir aber, wie mein Kali sagte, erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen erstmal noch vier Spiele gewinnen, um dort vielleicht die Kante zu knacken. Und es sind dann noch ein paar Tore dazwischen, die wir auch noch aufholen müssen. Dann sieht vor zu Hause nicht helfen, aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben bis dahin machen. Und dann hoffen wir. So, dafür viel Erfolg. Die Presse hat noch Fragen. Mike, warum immer so viele individuelle Fehler? Das ist ja doch ein bisschen so wie ein roter Faden durch die Saison. Ist das auch eine mentale Geschichte oder? Eine mentale Geschichte? Also natürlich in der ersten Minute, das ist schon bitter. Also ich glaube schon, dass jetzt, ich sag mal, betraf jetzt das 0-1, betraf jetzt die Punkt 0-2 an sich eigentlich auch. Ist es schon so, dass die Jungs das Gefühl erwecken, dass sie da sind, dass sie wollen, auch heute in der Erwerbung war das schon durchaus zu spüren. Individuell fällt das schon schwierig, ja, darauf zu reagieren, schwierig darauf einzusetzen im Training, was wir letztendlich da machen. Letztendlich muss man schon sagen, dass wir das uns vornehmen, dass wir sagen, wir nehmen das Risiko ein bisschen raus, gerade im Aufbau, das nehmen wir uns eigentlich vor. Und dann ist es wirklich ja, individuelle, schwierig darauf zu reagieren, muss man schon mal sagen. Haben die beiden Spiele jetzt gezeigt, dass es doch noch so Nuancen gibt, die euch unterscheiden von einem Elster oder von Thalheim? Also erstmal muss ich sagen, dass ich hätte es gerne gesehen, dass jeweils immer der beste Kader gegeneinander gespielt hätte. Das heißt, in Thalheim letzte Woche hat, glaube ich, ich kenne nur die Spieler, durchaus die beste Elf gespielt. Heute in Elster, denke ich, ist auch nicht großartig, die irgendwelche Ausfälle gewesen. Wir haben es gut gemacht, aber ich hätte es gerne gesehen, die besten Elf auf dem Platz gegen die besten Elf, gegen Elster und Thalheim, das war jetzt nicht so, ist aber überhaupt gar kein Ausrede oder Alibi. Und sicherlich sind es dann Nuancen, ja? Dann sind dann die letzte Durchlasskraft, die letzte Konsequenz vom Tor und dann gerade, und das zieht sich wie ein roter Faden, wie du gerade gesagt hast, ist dieser individuelle Fehler abzustellen, weil das zerstört immer so ein bisschen unseren Rhythmus. Auf der anderen Seite muss ich auch wiederum sagen, spielerisch meint, dass die das auch immer wieder lösen wollen. Und da gehören auch mal Fehler mit dazu. Das kommt auch hinzu. Ich sage mal, die Zuschauer wären auch unzufrieden, wenn wir letztendlich permanent alles nur nach vorne plaufen würden, dann kommen wir der anderen Stimme, ist doch kein Fußballspiel. Von daher ist es immer wieder das Gleichgewicht zu finden. Daran müssen wir arbeiten. Also es ist immer besser für die Wins, das sind alle weg. Ja, aber wenn es so einfach wäre, dann... Du bist zufrieden? Dankeschön. Ja. Tobias, da auch noch Tobias. Alles Gute dann. Ja, okay, viel Erfolg für euch. Ja. Und Tim Kaiser. Alles Gute. Unser Betrug. Ja. Kannst du ein Lächeln.